Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Karl Auer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Karl Auer Studio bei Reden reicht nicht. Jetzt ist hier gerade ein Blaulichtwagen vorbeigefahren, aber das stört uns nicht, denn wir haben zu Gast Martin Lemme, der gerade seinen Hauptvortrag gehalten hat beim Kongress Reden reicht nicht und offensichtlich viel Resonanz erfahren hat. Martin, ja. Herzlich willkommen. Dankeschön. Martin, wir kennen uns schon eine ganze Weile und ich kenne dich aus dem Kontext der Arbeit mit neuer Autorität und das hat sich ein bisschen verschoben so in Richtung systemischer Autorität und ihr habt jetzt gerade, Bruno Körner und du, auch ein Buch rausgebracht. Ja. Fangen wir damit an. Was unterscheidet systemische Autorität von neuer Autorität und wo bleiben sie verwandt? Kann man das sagen? Ja, das kann man schon sagen. Also die Geschichte ist im Grunde genommen so, dass es mit dem sogenannten systemischen Elterncoaching angefangen hat. Okay. Und dann über die Erweiterung, dass es nicht nur um Eltern geht, sondern auch um Jugendhilfe, um Lehrer, Lehrerinnen, um Führungskräfte in anderen Zusammenhängen. Dann ist die neue Autorität daraus geworden, quasi um einen umfassenderen Begriff zu finden und Autorität nochmal neu zu besetzen. Und neu hat sich immer abgegrenzt von einer traditionellen oder alten Autorität, hat aber nicht selbst beschrieben, welchen Charakter diese Autorität hat, sondern es ist nur als Neubeschreibung. Und wir haben schon immer damit etwas gehadert, wie kann man das anders beschreiben und was ist denn der Charakter, wie wir auf Autorität schauen. Und man könnte sagen, Autorität ist vielleicht schon systemisch. Uns war aber wichtig zu sagen, dass wir Autorität aus einer systemischen Perspektive betrachten, weil wir die Präsenz als Idee von Autorität verstehen. Und so sind wir dahin gekommen, dass wir sagen, systemische Autorität. Du hast mir jetzt das Stichwort gegeben, das hatte ich schon im Kopf für die nächste Frage, Präsenz. Ja. Euer neues Buch heißt ja Die Kraft der Präsenz. Genau. Von Bruno Körner und dir. Und auch der Präsenzbegriff ist natürlich erstmal kraftvoll. Und dann fragt man sich, wieso wirkt er so bedeutend? Ja? Was hat es mit Präsenz auf sich? Und in welchen Kontexten ist dieses Präsentsein so besonders wichtig? Und woran merkt man das? Im Grunde genommen in allen Kontexten. Vor allen Dingen dann, wenn ich, und das betrachten wir ja vor allen Dingen, wenn es um besondere Herausforderungen geht oder um besondere Aufgaben. Ne? Präsentsein, ich habe jetzt eine Elterngeschichte eben im Vortrag gehabt. Wenn es kritische Situationen gibt, dann entsteht ja nicht selten so eine Dynamik, dass Eltern auch ihre Kinder anklagen. Und genau das, da gehen wir ja davon aus, dass Eltern aber diejenigen sind, die ja möglicherweise schon mehr Erfahrung und damit auch mehr Möglichkeiten haben, damit umzugehen. Also dann wieder in so eine Form von Präsenz zu kommen, damit wieder was anderes möglich wird. Und wir gehen aber auch davon aus, dass alle Führungszusammenhänge an dieser Stelle da eine Rolle spielen. Wir sind eben angesprochen worden, direkt nach dem Vortrag, über die Idee, das auch in Top-Management-Ebenen hineinzubringen. Und das ist auch dran, denke ich. Und manche von uns machen das ja schon. Der Frank Baumann-Haber sagt mal zum Beispiel, weil wir davon ausgehen, dass die Idee, so Führung und so Vorgehen zu verstehen, eine zutiefst sichernde, auch für Arbeitnehmende ist. Deswegen können wir über alle Kontexte sprechen. Ich komme natürlich vor allen Dingen aus Therapie und Pädagogik. So. Das ist auch eine wichtige Schiene, die du geöffnet hast. Wir sprechen gleich noch über die Tagung, die nächstes Jahr geplant ist. Und genau da stattfindet, wo für mich eine Art von Geburtsstunde für neue Autorität im deutschsprachigen Raum war, Osnabrück. Ja. Du bist ja auch von Anfang an da im Felde. Das ist, glaube ich, 2002 war es. Ne? 2002. Genau, wo daheim Oma das erste Mal da war. Du hast jetzt diese verschiedenen Kontexte angesprochen. Das kann man natürlich unterschiedlich auch angucken und schauen bei SYNA, S-Y-N-A, Systemisches Institut für Neue Autorität. Ja? Ganz genau. Da kann man das alles nachgucken. Kommen wir kurz zur Tagung, die nächstes Jahr stattfinden wird. Das ist die internationale Tagung. Das ist die siebte internationale. Siebte internationale Tagung Neue Autorität. Da werden ja unterschiedliche Kontexte und unterschiedliche Anwendungsfelder und so auch angesprochen. Willst du dazu noch was erzählen? Ja, kann ich gerne. Du bist da der Haupt, du und der Bruno, glaube ich, sind die Hauptverantwortlichen. Genau, mit dem Arist von Schlippe zusammen. Wir sind die drei Veranstaltenden. Wir haben allerdings auch dazu wieder ein Netzwerk gebildet, weil das immer unsere Idee ist, auch so eine Tagung in einem inhaltlichen Netzwerk zu entwickeln. Ja, wir werden uns mit Elterncoaching beschäftigen. Wir werden uns mit Schule, mit Jugendhilfe in den verschiedenen Zusammenhängen beschäftigen. Es gibt einen großen Bereich zu
Führung und Organisationsentwicklung. Okay. Interessant finde ich auch aus anderen Ländern, das ist nicht nur ein typisch deutsches Phänomen, es gibt auch viele aus England, die sich gemeldet haben, okay, wo wir Zusammenhang sind. Wir haben uns entschieden, schon auch in der letzten Tagung, die wir hatten, mit Spiritualität das Ganze nochmal in Verbindung zu bringen, mhm, weil wir glauben, dass Präsenz eine hohe spirituelle Dimension hat in der Art und Weise, wie sie auch wirkt und wie sie sich gestaltet. Mhm. Und wir werden uns sehr gesellschaftlich orientieren. Ja. Wir haben, auf der einen Seite werden wir uns über die Ideen, nicht nur was der Gegenteil, das Gegenteil von traditioneller Autorität, sondern was ist eine feministische Sicht auf Autorität. Oh. Da haben wir jemanden, der sich da mit beschäftigt, also eine Frau, die dazu sprechen wird. Mhm. Wir hoffen, dass die Maya Göpel noch zusagt, weil wir das Präsenz, diese Idee auch im Sinne des gesellschaftlich, sozialen, ökologischen konstruktiven Kampfes verstehen. Und wir werden uns auch mit, wir haben verschiedene Personen eingeladen, die entweder in Israel und Palästina für gemeinsame Friedensprojekte, wow, oder eben auch in der Ukraine dafür sorgen. Wir haben eine Institution eingeladen, Owen e.V., die uns aus der Situation, wie kann man gewaltlosen Widerstand in diesem Krieg im Umgang mit russischen und ukrainischen Menschen leben. Und die werden da sein und die werden von sich berichten. Also man darf ja ruhig auch einen Werbeblock dafür machen. Ich glaube, man verpasst echt was, wenn man da nicht hingeht. So, ich würde das so sehen, eindeutig. Ganz klar. Diese Multiperspektivität, die da auch drin steckt. Mhm. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Organisation kommen. Ja. Du hast von Frank Baumann-Habersack gesprochen. Harald Kurb und Dagmar Hüfs im Kontext von Teams unterwegs, also von einer mittleren Größe sozialer Systeme. Und auch durchaus auch Organisationsentwicklung machen die beiden auch. Mhm. Genau. Es gibt auch Forschung. Mhm. Da ist der Name Frank Baumann-Habersack ja auch wichtig. Mhm. Willst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, was es an Forschung gibt zu, der Frank nutzt auch den Begriff der transformativen Autorität. Mhm. Also wir hatten ja schon mal ein Gespräch über diese Geschwister, die da sich entwickeln gerade, so in Nachfolge von neuer Autorität. Willst du vielleicht noch ein bisschen was zur Forschung sagen? Was sind da gerade für Dinge unterwegs, soweit du Kenntnis davon hast, aber du bist ja überall irgendwie im Kontakt. Was wird beforscht und was verspricht man sich von der Forschung? Ja, also vielleicht erstmal den Zusammenhang dieser fünf Leute. Wir treffen uns sehr regelmäßig. Also die Dagmar Hüfs, der Harald Kurb, die es auch systemische Autorität nennen und für Organisationsentwicklung und Führung quasi ihre Idee übersetzt haben und aktuell sich eben auch mit Teamentwicklung beschäftigt haben. Und das kommt zur Tagung raus, dieses Buch. Ja. So ist zumindest, habe ich die Ankündigung gehört. Ich auch. Dann der Frank Baumann-Habersack, der sich als Autoritätsforscher versteht. Und er sagt, er experimentiert nicht nur in seiner Arbeit, sondern er forscht auch, wie Autorität an verschiedenen Stellen, in welcher Form wirksam werden kann und wie sich das auswirkt auf ein System, wie Organisationen beispielsweise. Ja. Und der Bruno und ich, wir tauschen uns an dieser Stelle viel aus und wir forschen quasi mit uns selbst. Also die transformative Forschung, die der Frank durchführt, ist keine, also ist auch eine, wo er natürlich befragt oder wo er Entwicklungen betrachtet, wo er Literatur forscht, aber auch eine, wo es viel darum geht, selbst Erfahrungen zu machen im Umgang mit Veränderungen und zu schauen, wie das wirkt und dann wieder Rückkopplungen daraus für sich selbst herauszuholen. Mhm. Also es ist schon auch, wenn man so will, eine Feldforschung. Mhm. Wir arbeiten viel mit Aufstellungszusammenhängen an dieser Stelle okay. und experimentieren, wie wirken sich bestimmte Themen auch aus. Da spielt auch die Uni Bremen und der Georg. Und da habe ich den Nachnamen gerade. Müller-Christ. Müller-Christ, ich danke dir. Müller-Christ, genau. Mhm. Der Georg eine große Rolle, der uns da geholfen hat, auf seine Art und Weise über Aufstellungsformate Organisationen zu verstehen, also über systemische Aufstellungsformate. Mhm. Und diese Forschung, das meint der Frank vor allen Dingen. Okay. Und damit beschäftigt er sich. Wird wahrscheinlich auch ein Thema sein bei der Tagung, nehme ich mal an. In jedem Fall. Wird einer der Hauptredner sein. Okay. Ich würde jetzt gern mehr oder weniger zum Abschluss, leider, aber wir haben ja noch ein bisschen Luft und Zeit, auf euer Buch zu sprechen kommen, Die Kraft der Präsenz. Da sind wieder nochmal andere Kontexte angesprochen, nämlich, was ich jetzt ins Auge nehmen will, sind methodische Kontexte und konzeptionell-theoretische Kontexte. Ja. Ich beheimate mich ja sehr in systemtheoretischen Zusammenhängen, auch da gibt es Hinweise drauf bei euch, systemische Autorität. Und dann gibt es noch, soweit ich das jetzt präsent habe, natürlich die Polyvagaltheorie. Ja. Und es gibt PEP, die Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie.
vielleicht ein paar Outlines, dass die Leute wissen, wenn sie das Buch in die Hand nehmen, aha, in diesen Raum begebe ich mich da. Und was gibt es da noch? Also wir haben es so aufgebaut, dass wir uns erst nochmal damit beschäftigt haben, was sind unsere Grundlagen? Ja. So dieser, das, im Grunde genommen ist dieses Buch unser Entwicklungsprozess. Genau. Und wir haben eben in dem Zusammenhang auch über das Labeling des, vom Autoritätsbegriff nachgedacht. Und deswegen sind wir auch auf systemisch gekommen. Mhm. Der Ursprung ist aber eben diese Präsenz. Und wenn wir arbeiten in dem, was wir tun, ob das nun Therapie ist oder wo wir schauen, sind wir eben über unsere Präsenz und die Wirksamkeit durch das, was wir tun, ins Gespräch gekommen. Mhm. Und das haben wir nochmal angeguckt. Und wir haben schon 2018 im vorherigen Buch, hatten wir eine Idee eines Leitfadens entwickelt. Den haben wir hier nochmal erneuert. Mhm. Auf dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, es braucht nochmal eine Reflexion, weil die Instrumente, die in diesem Kontext angewendet werden, von manchen auch so angewendet werden, wie wir das kritisch sehen. Mhm. Wo möglicherweise scheinbar gewaltlos trotzdem jemand zu etwas gebracht wird, was die Erwachsenen tun wollen, dass dieses Kind tun soll, nicht aber unbedingt die Beziehung stabilisiert und gestärkt wird. Mhm. Und das haben wir auch nochmal kritisch betrachtet und uns dann eben, und das ist wieder der Stichwort von Organisation und Führung, oder wir würden eher andersrum Führung zu Organisation sagen, weil wir über Präsenz als Führungseinstieg nehmen, dass wir uns über die präsente Organisation Gedanken gemacht haben. Mhm. Wie kommt die Präsenz von einer Person zu einer Institution und wie kann ein System durch diese Dynamik sich quasi zu einem entsprechenden Feld entwickeln, zu einem System mit entsprechenden Interaktionen und dynamischen Entwicklungsprozessen. Und das haben wir, da sind wir eingestiegen in diese Reflexion und wir glauben, dass das auch der Anknüpfungspunkt ist, wo es weitergeht. Spannend. Ich habe jetzt noch eine neugierige Frage, so halb persönlich vielleicht auch, aber ich glaube paradigmatisch für die einen oder anderen, die vielleicht auch publizieren wollen. Wir hatten bei der Tagung in Bremen das ja auch mal kurz das Thema. Herr Bruno und du, ihr seid schon lange ein Team mit Sühner und auch als Autoren und Autoren. Wie schafft man das, als so Duo so kreativ zu bleiben und auch immer wieder das zu schaffen, dass daraus auch was wird, was Veröffentlichungswürdiges, und es ist ja sicher nicht so einfach. Also was braucht es, um das sich selbst gut beobachten zu können, vielleicht in der Präsenz miteinander auch, und zu sagen, okay, wir gehen das nächste Projekt an, wir wissen, es wird was draus, und wenn es zwischendurch hakelt, wissen wir auch, wie wir das behandeln. Also das Erste ist, wenn der Bruno und ich nicht zusammen sind, sind wir weniger kreativ. Wir haben entdeckt, dass wir uns gegenseitig in der unterschiedlichen Art, wie wir sind, enorm bereichern und uns einfach immer irgendwie anregen. Und deswegen schreiben wir zusammen, und wenn es eben geht und das auch Sinn macht, halten wir unsere Vorträge auch zusammen, als dyadische Vorträge. Okay. Weil das eine grundsätzliche Stärke, glaube ich, von unserem Zusammensein auch ist. Und wir teilen dann die Rollen ein bisschen auf. Ich bin der typische Schreiber bei uns und ich nenne den Bruno gerne so den Virtuosen, der etwas aufgreift und dann etwas tut, was ich wieder sehe und in die Beschreibung bringe. Und das reflektieren wir wieder und so sind wir in so einem Reflexionsprozess. Ich wüsste nichts Bereicherndes als genau dieses Erleben. Und wer da Lust zu hat und wer mit jemand anders... Ich brauche eine gute Verbindung zu dieser Person, ja, und eine gute Idee. Aber alleine schreiben macht manchmal auch einsam und gemeinsam schreiben ist einfach bereichernder. Präsenz und Verbindung hast du jetzt gesagt. Ja. Da könnten wir jetzt nochmal einen ganzen Vortrag dran knüpfen. So ist das. Gibt es irgendwas, wo du gedacht hast, okay, Matthias und ich, wir treffen uns jetzt hier im Karl-Auer-Studio bei Reden reicht nicht und das wird vielleicht thematisiert. Jetzt kam das aber nicht, ja. Und du hast gedacht, oh, das fände ich jetzt, wäre ich gern gefragt worden. Oder dazu hätte ich jetzt gern was gesagt. Dann sei das jetzt doch eröffnet oder ein Statement, wann du willst. Ja, du hast gesagt, dass die Tagung von uns dreien verantwortet wird. Nicht zu vergessen, sie wird ja gesponsert, begleitet und unterstützt. Und einer unserer Hauptunterstützer ist der Karl-Auer Verlag. Und das in deiner Person. Weil du bist ja selbst auch da, ne? Und wirst ja selbst auch tätig werden. Also insofern, vielleicht das. Ansonsten habe ich mit unserem Gespräch auf diese Art und Weise gerechnet. Gut, ich danke dir sehr für diesen Hinweis. Ich habe auch Spaß dran und wir haben alle Spaß dran, auch dabei zu sein, wenn sich Neues entwickelt. Und da darf ich ja auch erleben, wie kreativ dieses Team ist und diese Gruppe ist. Ich danke dir. Danke dir sehr. Alles Gute.
Die Tagung findet man auf der Sühner-Homepage. Ne? Sühner-Homepage und wenn man NVR 2023 eingibt, landet man da auch. Okay. Also NVR 2023. NVR2023.com. .com. Super. Vielen Dank, Matthias. Alles klar. Danke. Danke. Schön, dass ihr dabei bleibt, wieder beim Gespräch. Hier seht ihr die Playlist unserer Gespräche beim 4. Kongress Reden reicht nicht. Hier sind interessante Videos von unserem YouTube-Kanal. Und hier kann man all das abonnieren.